So, mein Lieben, wunderschönen Start in diese neue Woche. Ich wünsche dir viel Disziplin, viel Geduld und vor allem natürlich auch gute Trades. Ich hoffe, dir geht's gut und wir schauen uns mal an, was heute Morgen passiert ist. Wir haben im Prinzip ein kleines Plus erfahren können. Die Märkte sagen aktuell nach TradingView-Messung 2,48% nach oben, sind also wieder auf die 39K gekommen. Entsprechend können wir das jetzt langsam als Retest werten, dieses Ausbruchslevels. Wir erinnern uns, wir haben hier diese dynamische Unterstützung gebrochen, wodurch es dann letztendlich zu diesem starken Abwärtsimpuls gekommen ist. Wenn wir uns mal anschauen, das müsste eine dynamische Unterstützung, ein Duplexpunkt gewesen sein, der sich hier gebildet hat, jetzt entsprechend mit den Bewegungen nach oben. Ob die Bewegung letztendlich durch die neue Meldung letztendlich erreicht wurde, dass sich Ukraine oder der Außenminister der Ukraine und eben Russland zusammen zu einem Treffen geeinigt haben. Ob das jetzt erstmal für Euphorie sorgt, bleibt abzuwarten. Aber was wir schon mal sehen ist, für Bitcoin hat die neue Woche relativ stabil gestartet. Im Kontext hier der Tagesbasis brauchen wir natürlich, damit das Ganze hier so eine Art Fake-Out wird oder so ein Bearish oder Bullish Engulfing in diesem Fall, müssten wir oberhalb dieses Konterlevels schließen. Das bedeutet, hier haben wir gesehen, dass der Markt unter diesem Level durchgebrochen ist. Jetzt bereits schon in den frühen Morgenstunden das Level von unten angetestet. Aber damit das wirklich eine Art Umkehrformation wird, müssen wir definitiv da oben wieder schließen. Dann würden wir im Widerstandsbereich schließen, im Liquiditätsbereich. Dadurch würde dieser Ausbruch nach unten nicht mehr regelkonform gültig sein, weswegen wir hier eine große Wahrscheinlichkeit dann hätten, dass wir weiter positive Kurse betrachten können. Also das ist ganz wichtig. Wenn der Markt zum Beispiel durch eine Unterstützung bricht, dann stellt die Unterstützung vorerst einen echten Liquiditätsbereich dar, weil sonst wäre hier keine Umverteilung, sonst würden da die Kaufpositionen nicht diese Verkaufsbewegung stützen. Entsprechend würde der Markt nicht nach oben bewegen können, sich nach oben bewegen können. Bricht der Markt dieses Level, kommt dann aber relativ schnell wieder in das Level zurück, zeigt es ja, dass der Verkauf, der von dieser Dimension hier oben in den Markt gebracht wurde, zum Bruch der Unterstützung diente, aber die Positionen hier unten relativ schnell aus dem Markt wieder herausgegangen sind. Bedeutet also, dass möglicherweise dieser Impuls, der dann hier stattgefunden hat, eher dafür gesorgt hat, dass da unten dann letztendlich die Stops gefischt werden, bevor der Markt neues bullisches Potenzial mit sich bringt. Entsprechend sehen wir, wenn der Markt in einem Liquiditätsbereich schließt, dann können wir das als Fake-Out deklarieren und dann haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir erstmal die Konterrichtung wieder anwenden und sehen. Von daher sollte die Newslage stimmen, sollte letztendlich auch die Indexentwicklung heute freundlich sein, dann besteht die Möglichkeit, dass sich das ganze Ding hier positiv entwickelt. Aber auch hier, wir haben in den USA heute Börsenfeiertag und zwar haben wir den Washington's Birthday, Washington's Geburtstag. Das bedeutet, wir erwarten heute etwas weniger Liquidität an den Märkten, wenn die Amis zu haben. Da sind die meisten Märkte eher so ein bisschen träge, entsprechend auch für den DAX eher so die Seitwärtsrichtung, die zwar schon mit kleinem Plus hier gestartet sind, aber trotzdem erwarten wir, dass aufgrund der geringeren Liquidität der Markt sich eher seitwärts bewegt und dann morgen die Impulse kommen. Das gleiche wird dann auch für Bitcoin gelten. Also wir würden hier erwarten, dass wir uns Richtung der 39K stabilisieren, möglicherweise eine kleine Rejection bekommen, aber zwischen 38,8 und 39,8 uns da irgendwo stabilisieren und dann in die Konsolidierung gehen. Wir haben letztendlich jetzt wieder diesen Impuls geliefert bekommen. Als nächstes kommt die Akkumulation rein nach Börsenzyklen gesehen, die sich dann in einer Art Konsolidierung oder Stabilisierung hier auch entarten kann. Würde für uns bedeuten, wir müssen uns genau anschauen, wie sich das Ding hier formiert. Und sollten wir sehen, dass wir langsam aber sicher höhere Tiefs bilden und von oben nicht genug Abwärtsbewegung kommen, dann können wir sogar damit rechnen, dass wir nochmal hoch auf die über 40, also die 42, 43K gehen. Natürlich sind da die News nicht immer ganz außen vor gelassen. Die spielen da natürlich immer mit rein. Ja, das wird sehr, sehr spannend. Entsprechend, falls wir hier diese Konsolidierung sehen sollten, Seitwärtsbewegung erstmal unterhalb dieses Ausbruchslevel mit Potenzial, sich ein bisschen zu erholen, bevor wir dann entweder diesen neuen Impuls in die Abwärtsstruktur bekommen oder wir letztendlich mit den höheren Tiefs und fehlender Verkaufskraft uns weiter nach oben bewegen. Das sind wichtige, markante Punkte. Sicherlich auch hier nach oben hin erstmal die erste Grenze in dem Bereich der 41 bis 42K. Nach unten hin wird es möglicherweise erstmal nicht weiter als 36K fallen. Und da schätze ich, haben wir einen realistischen Bereich, in dem sich Bitcoin auch etwas langfristiger aufhalten kann, bevor wir die neuen Impulse sehen. Denn wir sehen immer,
nach einem Impuls kommt erstmal die Korrektur. Falls die Korrektur aber schnell aufgefangen wird, entpuppt sich sowas häufig als Bären- oder als Bullenfalle. Dann die Akkumulation, die Fake-Outs und dann kommt erst letztendlich der neue Bewegungsimpuls. Das würden wir hier auch erwarten, vor allem in Anbetracht der etwas, ich sag mal, wenig liquiden Märkte, die wir heute erwarten. Von daher keine großen Bewegungen heute zu erwarten. Hier die Seitwärtsbewegung entsprechend, ich sag mal, sehr wahrscheinlich kommen wir jetzt hier am dynamischen Widerstand an und irgendwo hier sollten wir uns zurechtfinden. Wir sind immer noch unter den gleitenden Durchschnitten. Also dieser Impuls nach oben bringt natürlich erstmal so ein bisschen Luft wieder rein, so ein bisschen Aufatmen wieder rein, nachdem da wirklich sich die ganze Bewegung nach unten beschleunigt hat. Aber ganz klar ist, die kurzfristige und die mittelfristige Struktur ist weiterhin abwärts gerichtet. Langfristig sind wir eher seitwärts gerichtet und das ist letztendlich der Tonus für die nächsten Tage. Wir schauen rein, was passiert. Der Montagmorgen startet relativ freundlich. Wir schauen mal, wie sich der DAX bewegt, aber da erwarten wir aufgrund des US-Feiertages wenig Bewegung. Von daher heute vielleicht ein bisschen mehr beobachten, gucken, wie der Markt reagiert, schauen, wie sich die Newslage entwickelt und dann werden wir in den kommenden Tagen sicherlich das ein oder andere Setup gemeinsam ergründen können. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Start in die neue Woche, viel Gesundheit und viel Disziplin und bis bald. Ciao, ciao.